Ja, hallo Sabine. Du warst ja heute bei mir hier zur Hypnose und da würde ich dir gerne mal ein paar Fragen zu stellen. Und zwar erstens, wie bist du eigentlich auf mich aufmerksam geworden? Ich habe dich bei Facebook gesehen und fand dich interessant, habe mir erst deine ganzen Videos angeschaut. Ja, und dann hast du ja Kontakt zu mir aufgenommen. Okay, gut. Und viele Patienten oder viele Menschen sind ja skeptisch, wenn sie Hypnose hören. Na, wie war das bei dir? Warst du skeptisch vorher? Naja, gut, man kennt diese blöden Hypnosen aus dem Fernsehen, wo die Leute dann irgendwie in eine Zitrone beißen. Das hatte man natürlich im Hinterkopf. Aber ich war schon offen und ja, habe mich hier total wohl gefühlt. Okay, und jetzt sind wir ja direkt nach der Hypnose. Kannst du vielleicht zum Ergebnis noch nicht so viel sagen, aber bist du denn bis jetzt lang zufrieden mit dem Ergebnis? Absolut. Also ich habe mich total tiefenentspannt gefühlt. Bin überrascht, an was für Szenen man so kommt in seinem Unterbewusstsein, was so auf einmal auftaucht. Ja, also ich fühle mich total gut. Und würdest du mich weiterempfehlen? Absolut. Okay, gut. Und diese Frage stelle ich immer zum Schluss, weil manchmal sind das ja auch Themen, über die man nicht sprechen möchte. Aber möchtest du etwas zu deinem Thema sagen? Naja, mein Thema ist das, was, glaube ich, ganz viele Menschen betrifft. Das ist halt im Endeffekt das Thema Selbstliebe und ja, und die Dinge, die sich daraus ergeben haben. Ja. Okay, alles klar. Danke, Sabine. Hallo. Wenn du dir diese Rezension jetzt bis hierhin angehört hast und du mehr wissen willst über Hypnose, dann findest du hier unter oder neben oder irgendwo hier findest du einen Link oder einen Button auf eine Seite. Dort kannst du dir einen kostenlosen Zugang zu der Videopräsentation, was jeder Mensch über Hypnose wissen sollte, sichern. Oder du findest hier auch irgendwo meine Telefonnummer, dann kannst du mich einfach anrufen oder auf meiner Internetseite noch etwas mehr informieren. Also bis dahin, dein Markus Bosse.